Nun, wir haben Sadhguru, einen der besten Köpfe da draußen, gebeten, uns ein paar Tipps zu geben, wie wir unsere mentale Gesundheit und unser allgemeines Wohlbefinden im kommenden Jahr am besten managen können. Sehen Sie sich Sadhguru an, wie er heute Morgen eine Meditationsveranstaltung leitete. Wow, Sadhguru ist uns jetzt aus Coimbatore in Indien zugeschaltet. Sie leiten die Isha Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die... Oh, danke vielmals. Sie bieten Yoga-Programme zur persönlichen Weiterentwicklung an. Erzählen Sie mir etwas über Ihre Veranstaltung und auf was Sie sich fokussiert haben, da wir das Jahr 2023 hinter uns lassen. Eine wichtige Sache, mit der die Welt konfrontiert ist, ist definitiv die mentale Gesundheit. Diese ist zu einer riesigen Herausforderung geworden wie nie zuvor. Eine wichtige Sache ist daher, was wir essen, was wir in unseren Körper hineingeben. Denn unser Körper ist eine Konsequenz der Art von Nahrung, die wir konsumieren. Und es gibt immer noch viele Menschen, die im Überlebensmodus sind, mit dieser Art von Essen, die wir konsumiert haben, um zu überleben. Wir waren Jäger und Sammler, also haben wir eine bestimmte Art von Nahrung gegessen. Aber es ist eine Zeit gekommen, in der unsere körperliche Aktivität deutlich zurückgegangen ist, im Vergleich zu vor 1000 Jahren. Wenn wir uns also mehr der vegetarischen Ernährung, frischem Obst und Gemüse, Nüssen und anderen Dingen zuwenden, wird ein pflanzenbasiertes Leben einen enormen Unterschied machen. Und vor allem, wenn die maximale Anzahl von Menschen mindestens 15 Minuten am Tag für ihr inneres Wohlbefinden investiert. Wenn ich sage, in das innere Wohlbefinden investieren, meine ich, so wie es eine Wissenschaft und Technologie für das äußere Wohlbefinden gibt, gibt es auch eine ganze Wissenschaft und Technologie für das innere Wohlbefinden. Also die Werkzeuge für Transformation, die man nutzen kann. Wir bieten dies vielen Menschen an. Unsere Idee ist, dass, wenn mindestens 3 Milliarden Menschen 15 Minuten am Tag für ihr eigenes inneres Wohlbefinden aufwenden können, dies einen enormen Unterschied in der Welt machen würde. Und wir hoffen, dass wir dies in den nächsten 18 bis 24 Monaten erreichen können. Und vor allem den Körper zu nutzen. Dieser Körper ist für den Gebrauch gemacht. Wenn du versuchst, ihn aufzusparen, ist er verloren. Wir müssen ihn nutzen. Je mehr du ihn nutzt, desto besser ist er. Und auch ein wichtiger Faktor, der dies verursacht, ist... Ja, bitte. Sadhguru, Sie haben mich überzeugt mit den 15 Minuten am Tag. Ich verspreche Ihnen, ich werde mein Bestes geben. Was wünschen Sie sich für 2024 noch mehr, ganz kurz gesagt? 2024 ist eines der wichtigsten Dinge, die wir tun müssen, die organische Substanz im Boden zu erhöhen, weil die Nahrung nährstoffarm geworden ist. Die Nahrung, die wir konsumieren, enthält nicht die komplexen Mikronährstoffe, die für die Ernährung unseres Körpers notwendig sind. Zum Beispiel zeigen Studien, dass wenn Sie in Kalifornien in den 1920er Jahren eine Orange gegessen haben, welche Nährstoffe enthalten waren und dass sie heute 8 Orangen essen müssen, um das Gleiche zu bekommen. Wir würden also orange werden, glaube ich, wenn wir so viele essen würden. Daher haben wir uns auf die Erhöhung des organischen Inhalts konzentriert. Zum Glück hat sich in der jüngsten COP28 das Narrativ zum Boden hin verschoben. Andernfalls hätten wir nur über Öl gesprochen. Es ist an der Zeit, über Boden zu sprechen. Wir sprechen darüber. Es ist an der Zeit, etwas dafür zu unternehmen. Wir arbeiten bereits an der COP29 mit Aserbaidschan zusammen, um sicherzustellen, dass Boden das Thema wird. Und glücklicherweise gab es dieses Jahr eine Veranstaltung, bei der die UNCCD ein Event mit dem Titel Boden der Superstar veranstaltete. Noch vor 2 Jahren war er abwesend. Jetzt ist er Superstar geworden. Und vor allem müssen die Menschen verstehen, dass nach innen der einzige Weg hinaus ist, denn die menschliche Erfahrung entsteht von innen. Wenn wir nicht die Verantwortung für unser Inneres übernehmen, die Art, wie wir das Leben erfahren, darf nicht von außen bestimmt werden. Es ist schön, dass es Sie gibt. Was für eine Freude. Ich weiß, dass diejenigen, die heute mit Ihnen waren, eine wundervolle Erfahrung gemacht haben. Frohes neues Jahr an Sie von uns. Vielen Dank, Becky. Wir werden uns 2024 wiedersehen. Vielen Dank. Wir sind bereits im Jahr 2024, wie ich Ihnen gesagt habe. Sie sind noch 20 Minuten davon entfernt, aber wir sind bereits da. So sieht es aus. Absolut. Frohes neues Jahr.